Tropenhitze beim Wahlgöderby. Traumstart für SV Frigoludesch. Neben mir Erkal Ataf. Ich muss normalerweise den Hut ziehen, aber es ist mir heute wirklich ein besonderes Anliegen, dir zu gratulieren. Zum erstens in erster Linie zum Sieg und zweitens für deine neue Rolle. Im linken Mittelfeld, im Offensiven hast du heute gespielt. Über 80 Minuten war es an und für sich der Dreh- und Angelpunkt mit Mustafa Küçük. Warum jetzt vor allem wieder zurück ins Mittelfeld und nicht im Angriff? Ja, mal zuerst einmal danke für die Komplimente, sehr erfreulich. Ja, wieso bin ich zurück? Dass wir eben mich unter Mustafa das Spiel im Mittelfeld schnell mit Doppelpässe überbrücken und ich mit meiner Schnelligkeit schnell in die Offensive komme und auch quasi auch teils als zweiter Stürmer spiele. Oder? Das ist der Sinn von uns. Mhm. Und funktioniert bis jetzt auch gut. Wir haben auch das letzte Jahr beim Aufstieg die letzten 4 Runden gespielt. Okay, Tore passieren jetzt nicht so viel von mir, aber für das Spiel sind wir ja Mannschaftssport. Oder? Das war an und für sich eine taktische Maßnahme von Lori Mamiscu. Kann das in den restlichen 12 Runden noch so weitergehen in deiner Position? Ich glaube schon, solange jetzt unsere Stürmer fit sind und treffen, haben wir Konkurrenz zum Wechsler. Wir haben auch im Cup-Spiel auch so gespielt, das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich glaube, jetzt hat er keinen Grund, das zu wechseln. Also wahrscheinlich eine ganz persönliche Frage, aber ich frage es trotzdem. 40 Jahre ist er der Erkal Ataf? 41. Ja. 41 schon, sorry, aber wie macht man das in der ersten Landesklasse über die meiste Zeit so aktiv, läuferisch, stark, spielerisch Akzente zu setzen? Ja, ohne Training funktioniert das nicht, oder? Ich bin immer im Training. Ich liebe diesen Sport, das weißt du, wir sind seit Jahren oder ich bin seit Jahren im Geschäft. Ja, es funktioniert halt noch. Ich kann ihm Gott auch die Danke sagen, dass ich noch nichts Schlimmeres gehabt habe. Das läuft jetzt eigentlich. Dann sehen wir dich wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren noch einmal beim SV Frigoludesch. Minimum. Ländlekicker Vollerte wünscht dir alles Gute in deiner neuen Position im linken offensiven Mittelfeld. Danke, und hoffentlich wieder Erkal Ataf Tore. Danke, ja, gerne. Ja, danke dir. Danke.